Brainwaves ist gewissermaßen eine improvisierte Studienband und Musik entsteht natürlich auch durch die entsprechenden Gehirnwellen. Die messen wir, übersetzen sie zugleich in Musik und so wird Studieren zu Musik. Heute haben wir mal ein bisschen geguckt, wie die Gehirnströme so laufen und was man daraus machen kann. Und offensichtlich ist da Musik rausgekommen und wir bekommen so ein bisschen einen Rückfluss. Ist das, was wir vorne erzählen, dann auch irgendwie produktiv angekommen in den Gehirnen der Studentinnen und Studenten? Eine Premiere einer für uns auch neuartigen Art, Musik zu machen. Und zwar wurde das Gros der Musik gesteuert von 5 Leuten, die in der Vorlesung saßen und einen Neurohelm auf hatten. Und entsprechend der Hirnaktivität der jeweiligen Teilnehmer hat sich die Musik verändern lassen. Also im Grunde, was aus diesem Headset rauskommt, ist dann eine Frequenz, gedankenabhängig eben, und diese einzelnen Hirnströme haben sich dann eigentlich primär durch Effekte, also quasi einen Hall, ein Echo oder noch andere Sachen, einen Filter oder so geäußert, damit man das dann quasi in der Musik richtig raushört, wenn eben ein Denkprozess stattfindet. Und die sind natürlich sehr verschieden, dass sich das eben in vielen verschiedenen Effekten in der Musik bemerkbar macht. Bei 2 Studentinnen war es sehr auffällig, dass da ständig irgendwelche Ereignisse herauskamen, also irgendwelche Wurzeln, Omegas, Alphas, also die waren wirklich ständig irgendwie am Denken. Also ich finde es grundlegend, finde ich es eine gute Sache, dass einfach mal was anderes ist und weil das auch ein Punkt ist, den ich an der SAH wirklich schätze, mal so die Fähigkeit quer zu denken, mal gewohnte Denkmuster zu verlassen, was ganz anderes zu machen, und Brainwaves ist dann einfach was ganz anderes. Hat gedrückt am Kopf irgendwann, aber ansonsten hat man sich dadurch nicht eingeengt gefühlt oder so. Also es kam ihm schon vor wie eine normale Vorlesung. Also am Anfang haben wir dann so ein bisschen gedacht, okay, sehen die jetzt auch, was ich genau denke? Aber als das dann klar war, dass sie das nicht können, dann hat man sich da eigentlich kaum noch Gedanken drüber gemacht.